Okay. Guten Morgen, liebe Welt. Das ist noch nicht das Bassvideo, das kommt gleich. Ich komme gerade aus dem Bett, ich bin noch ein bisschen verschnupft und pipapo. Ich würde mich ganz gerne für die nun folgende Folge entschuldigen tun. Die ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber ich finde sie ein bisschen... Nee. Ich werde bei Projekten dieser Art in Zukunft erstens darauf achten, dass das Instrument, was ich spiele, auch mit im Bild ist. Könnte hilfreich sein. Ich werde gucken, dass ich mein Windows mit abfilme. Dann kann man da öfter mal was einstreuen. Dann kriegt ihr auch einen besseren Einblick davon, was zur Hölle ich da eigentlich gerade fabriziere. Und ich werde versuchen, dran zu denken, die Takes bei den Aufnahmen, wo ich verkacke, nicht von der Festplatte zu löschen, weil dann habt ihr die auch in gutem Sound und nicht hier aus diesem komischen Kackmikro da. Wisst ihr Bescheid. Wenn ihr es nicht gucken wollt, dann setzt einfach eine Folge aus. Ich kann euch versprechen, die nächste wird ganz grandios, weil das ist dann live. Aber das erzähle ich euch nachher nochmal, weil das habe ich euch schon erzählt. Das ist crazy. Scheiße, jetzt nehme ich ja Sachen auf, die über die Bühne gehen. Muss ich mir ja Mühe geben. Auch beim Sound. Ohoho. Na, schon ganz gut so. Ich wette, jetzt wo er gestimmt ist, klingt er nicht gestimmt, weil er so bunt und rar. Habe ich noch Bassseiten? Wäre eine Idee, ne? Das letzte Mal Bassseiten gewechselt habe ich, da habe ich der Junge ist bekloppt aufgenommen. Vielleicht im Building. Wann war das? Ja, 2 Jahre und ein bisschen. Hachi, Hachi, ich habe tatsächlich. Hachi. Schauen wir mal, gehen wir mal hier rein. Ja, das klingt schon ziemlich zu hoch. Könnten wir ja mal austesten, indem wir einfach 2, 3, 4, gehen wir da hin. Ja, mal reinhören. Oh, der Bass hat gar keine Effekte. Das ist ja auch hervorragend. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen was anders machen. Jetzt ist es zu hoch. Vielleicht war die ganze Zeit zu hoch. Stimmt jetzt die hohe? Stimmen jetzt die hohen? Ich kann denn entweder so stimmen, dass die losen Saiten stimmen oder dass die gegriffenen Saiten stimmen. Naja, bin jetzt mal so gestimmt, dass die gegriffenen Saiten stimmen. Ich probiere das jetzt mal und wenn das gar nicht funktioniert, dann kann ich immer noch neue Saiten draufpacken und es nochmal machen. Ich habe ja Zeit und sonst nichts zu tun. Wisst ihr ja. Bin ich da immer noch bei den 8? Oh ja, anhören ist vielleicht gar nicht verkehrt. Huch, bin ich jetzt gelandet. Vielleicht sollte ich meinen Bildschirm mit abfilmen. Dann könnte er das damit anhören. Könnte er eh nicht. Das klingt, als wäre es immer noch zu hoch. Eigentlich sind die zu tief gestimmt jetzt, damit sie dann wieder stimmen, wenn ich greife. Okay, die Seite sollte ich nicht losspielen. Ach, das G stimmt oder was? Nein, nicht, wenn ich durchziehe. Mal ganz vorsichtig spielen. Hä? Das kann doch nicht stimmen. Bin ich bescheuert? Ach, so ein Dreck, ey. Nee, das stimmt vorne und hinten nicht. Das kann noch eine Weile dauern. Würfel ich die Songs durcheinander.
gut. Nee, nicht so gut. Fällt die Hand ab. Komm, machen wir ab hier nochmal. Alles live. Ich werde auch gerade echt neidisch auf die Gitarre, die öfter mal Pausen hat, die der Bass nicht hat. Das ist gut. Mhm. Ach, weißt du was? Den mache ich komplett neu. Bisschen sauberer geht schon. Okay, bis später. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich eben gespielt habe. Habe ich da den... Ja, habe ich gemacht. Ist das so? Aber machen wir, okay. Scheiß geht. Ah, scheiße, da ist Herr Bass. Hahaha. Ist doch auch scheiße. Ach, leck mich doch. Beim Bass cheat ich, tut mir leid. Ich bin schon im Wild aufgetreten, ganz ohne Bass. Ah, das war ich gar nicht. Warum springst du hier immer quer durch die Walachei, Mensch? Ach, weil der Marker da ist. Hä? Leck mich doch am Arsch, ey. Ah, ich brauche ein Schlagzeug.
Wir haben ja Zeit. So, jetzt nochmal einen schönen. Und jetzt geht's noch richtig zur Sache hier. Oh, 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 oh. Hm. Es sind ja nur noch 8 Songs. Jetzt wäre der zu hoch, ey. Nehmen wir jetzt so, komm, ist egal. Ist ja nur Bass. Machen wir leise im Mix. Asterix. Warte mal, da hatte ich doch. Das wird jetzt überhaupt nicht mehr stimmen. Ja, war klar. So, ganze 4 Bünde weiter unten. Scheiße. Ich wollte nur mal kurz berichten, wie es jetzt weitergeht. Nicht bei mir jetzt, sondern bei euch jetzt. Also wie es bei mir weiterging und bei euch jetzt weitergeht. Okay? Gut. Ihr habt jetzt Basskrempel gesehen.
Es ging folgendermaßen weiter, dass ich Gitarren nochmal in schön aufgenommen habe. Ich habe davon leider kein Videomaterial, habe ich vergessen. Ist aber nicht schlimm, weil im Wesentlichen ist genau das gleiche passiert wie bei euch jetzt in Folge 3. Einziger Unterschied war, beim Fehler habe ich eine Peitsche genommen. Ach, du leck mich doch. Das hat zur Folge, dass in der nächsten Folge schon die Proben kommen. Das heißt, wir sind wieder unten in meinem obligatorischen Nervenverlierkeller und gucken mal, wie das Ganze live ist. Also so live. Also so ein bisschen live. Ja, freut euch drauf. Stimmt er wieder nicht. Wie kann das überhaupt gut klingen, wenn... Okay. Schauen wir mal. Ich möchte mich gerne für die nun folgende Folge... entschuldigen. Scheiß, Drecks, Kack, Scheiß. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen lame geworden. Ja, genau, jetzt, wo ich filme. Genau, ja, klar. Nein, jetzt habe ich die Spur gelöscht. Das passiert auch jedes Mal, ey. Und irgendwas anderes war noch. Ach, Kinder, ey. Ich bräuchte mal so eine 24/7 Webcam. So, kann man auf die Adresse gehen und dann gucken, na, vielleicht nimmt er ja gerade was auf. Ja, ist keine gute Idee. Ich werde in Zukunft bei Projekten dieser Art gucken, dass, weißt du was? Ich habe das jetzt schon 10 Mal in diese Kamera erzählt. Da ist doch bestimmt was bei, was ich verwenden kann. Das heißt, ich breche das jetzt mal ab und dann gucke ich mal, dass ich da was finde. Okay? Gut. Keine Sorge, die Bassaufnahmen sind noch schlimmer.